Herzlich willkommen, Leute, zu einem Video Castle Crashers mit Alex Kapuz und Kundran. Guten Tag. Ich bin der Orange, der Wichtigste. Als Castle Crashers rauskam, habe ich das Spiel gesuchtet ohne Ende. Das ist jetzt aber, das war Xbox 360, ne? Das ist uralt, das Spiel. Das ist schon alt, 2008. Das ist wirklich alt. Und ich habe es damals auch auf der Konsole gespielt. Es gibt's natürlich auch für PC und wir wollten einfach mal, ja, wie wir letztens auch schon Human Fall Flat oder Gangbiz, einfach ein random Video dazu machen oder vielleicht ein paar Videos. Vielleicht habt ihr ja Bock. Wir spielen alle einen unterschiedlichen Charakter. Wir spielen alle auf Level 1. Wir nehmen also keinen Char, den wir schon hatten. Und wie Kapuze schon sagte, vielleicht kennt ihr es auch einfach noch nicht. Genau. Denn wir feiern in Castle Crashers eine Riesensause. Und dann wird uns Folgendes gesagt. Alter, das ist ein Toter. Und dann geht's los. Dann und dann, richtig traurig. Dann ist Storytime. Kundran kennt das Spiel gar nicht, Alex auch nicht. Ich auch nicht. Also ich hab's 2014 gekauft und hab's seitdem nie gespielt. Okay, was ist hier bevor los? Jetzt, was ist passiert? Bevor ihr abhaut, Alter. Man kann hier alles kaputt hauen. Fässer und so. Gibt alles Loot. So, okay, also ich bin der... Ach ja, stimmt. Wer seid ihr? Ich bin der. Ich bin Blau. Du bist der komische. Und jetzt genießt noch einmal. Ich bin Hattie Hattington, Alter. Wer ist der? Hattie Hattington ist aus einem anderen Spiel von den Castle Crashern-Machern. Und zwar hat er ein Ship Full of Friends gemacht. Ein Friendship. Ah, das kenne ich. Genießt übrigens die Musik. Die Musik ist super gut. Die Musik, okay. Hey, did you forget how to use items? Hier, genau, ganz kurz. Wir werden jetzt gleich storymäßig so ein bisschen fortschreiten. Ja, wir werden gleich erfahren, was los ist. Es gibt Nahkampf, es gibt Fernkampf mit B. Schieße zum Beispiel Fernkampf. Habe ich unendlich davon? Es gibt leichten und schweren Angriff. Stimmt, ihr habt noch. Einer wechselt oben durch. RB, LB, RB und LB. Also die stimmt, ihr könnt da durchwechseln. Kapuze hat einen Bogen schon gefunden. Kann ich auch nicht. Ihr habt Nada. Bei euch steht ja noch Nada. Das heißt nichts. Das heißt, ihr habt noch nicht. Ihr werdet aber auch noch einen Bogen finden. Nichts auf Es gibt Pets. Ja, also die kommen später auch noch. Die machen Unterschiede. Es gibt so viel Kram in dem Spiel. Ja. Es ist ein kleines Grinding-Game. Und Fun. Okay, wir gehen einfach mal raus. Ja, wir zeigen euch mal. Komm jetzt, Jones. Oh, ich bin aber ein Krieger des Lichts. Und jetzt, wir werden angegriffen. Oh Gott, das ist der König. Und unter dem König ist übrigens der Eingang zum Partyraum. Möchte ich mal nur sagen. Eine gute Designentscheidung, ja. Aber er klaut einfach den Kristall. Da guckt der König, sagt hinterher. Alle sind schon down. Alex hat ihren Nachttopf nicht ausgeleert, muss ich sagen. So, Alex hat eine neue Waffe gefunden. Die kannst du hier wechseln, wenn du die haben willst. Das war mein Schwert. Genau, du siehst da, wie viel du hast und so, was die alles machen. Du kannst dich damit auch später noch auseinandersetzen. Alle Waffen, die du mal gefunden hast, kannst du behalten. Es ist. Kunde, seht ihr unten immer, was ihr gefunden habt. Ey, das ist meine Axt, Alex. Ich will mein Schwert nicht verlieren. Das war meine Axt. Ihr könnt kombinieren leichte und schwere Angriffe, ne? Es gibt unterschiedliche Kombos. Ja, du kannst doch werfen. Ich möchte erst den Endboss sehen. Alter, ich verkopf die hier voll. Es ist einfach halt ein bisschen funmäßig, einfach mal ein paar andere Spiele für euch zu zeigen. Genau. Ich kann Castle Crashers wirklich nur empfehlen. Die Prinzessinnen werden, und von einer Prinzessin sieht man das Gesicht nicht, ja? Die wird am Boden geschliffen. Ach so. Das war nicht nett, dass man die über den Boden geschliffen hat. Ja, dann haben wir das Gesicht gezeigt. Vielleicht ist sie nicht die schönste. Da, das geht wieder auf. Ihr könnt auch im Spring angreifen, dann macht ihr auch nochmal andere Moves. Es gibt Charakter, die haben echt schöne Air-Kombos. Also, ihr könnt wirklich auch den Gegner juggeln. Wenn wir hier, wir haben den in der Luft gehalten. Und in der Zeit kann der halt nichts machen. Es kommen noch Boss-Gegner, die echt hart sind. Ja, die Endbosse sind geil. Ich warte auf die Endbosse. Ich will die Endbosse. Man kann auch irgendwie Schildknopf benutzen, ne? Dalu, wem hast du damals gespielt? Den hat mir nicht. Den Dalu spielt, das ist ein DLC-Charakter. Genau. Gab es in der Zeit noch gar nicht, weil das ist der von dem Nachfolgegame. Genau. Den habe ich bekommen, weil ich Battleblock 4 gekauft habe. Ich dachte, du hast ihn gekauft. Das ist ein Charakter. Battleblock 4 ist von denselben Entwicklern. Ja, das ist. Wie gesagt, das ist ja auch super ähnlich. Und ich habe damals im ersten Run habe ich rot gespielt. Ja, ja. Und danach bin ich auf den Archer gegangen. Also danach gab es einen Charakter, den man freischalten. Bogenschütze ist das. Und den habe ich dann komplett auf Max-Level gegrindet. Dann schießt du so bam, 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 bam. So ein, oh, guck mal hier. Shop-Musik, cool, nicht weitergehen, bitte. Okay, da gibt's einen Shop. Ja, genau. Wollen wir was kaufen? Wollen wir. Die schöne Musik. Halt auf die Musik Geld mal. Zum kaufen. Ich kann nichts kaufen. Ich habe nur 8 Geld. Weil der Geld. Alex wieder mal. Ich habe am meisten das ganze Geld für Taxi ausgegeben. Warum habe ich null Geld? Was ist das denn? Ich habe 8 Geld. Wo hast du 8 Geld her?
Alex hat einen Taxifahrer beschissen. Was ist eigentlich eure... So, pass auf, das ist was da, wo wir angefangen sind, Castle Keep. Achso, du kannst es ne? Und ich könnte jetzt zum Beispiel zum Blacksmith gehen. Und da kann man, ja. Wir können da rein und drin gibt es die ganzen Waffen in dem Monster. Genau, hier in dem Frosch, ja, da das ist ein Waffen. Sehr, sehr großer Frosch. Hier sind alle Waffen, die wir gefunden haben. Aber hey, die haben wir noch gar nicht. Also, ja, dein Spielstand und mein... Nee, du bist mal, auf PC ey, am okay, höchsten. Das kann so gut sein. Ja. Sollen wir was nehmen, oder? So, und hier könnt ihr alle Waffen nehmen, die ihr so haben wollt. Das sind alle Waffen, die wir nehmen. Als Gruppe mal gefunden haben. Manche sind an ein Level gebunden. Da steht dann die Zahl drunter. Ja, ja, die gehören Kapuze. Ihr seht, also die, die ihr nicht nehmen könnt, die gehören halt dem Jones. Achso, warum wisst ihr das? Weil ich hier zum Beispiel bei einer Waffe, da ist Level 1 dran, aber ich kann die nicht nehmen. Die kriege ich nicht. Kann ich sie dafür nehmen? Was heißen die Symbole denn da oben? Du kannst sie nehmen. Ja, stimmt. Die Symbole ist der. Die oberen Sachen bei mir jetzt, wenn du bei mir stehst. Oben ist Zaubern, also Spells ist RT. Drückt mal hinten rechts euren Knopf. Vielleicht könnte das auch noch gar nicht. Bei mir kommen dann diese Diamanten. Ja. Achso, hier. Ja. So, okay. Wie mache ich das? Achso, hier und dann Y. Können, genau, und dann Y. Dann zaubert ihr. Ah. Und das obere ist magischer Schaden, das andere ist mehr aushalten und der Hase ist Attack, ganz normal. Schau mal, da gibt es noch eine Gartenschere. Ich bin der Imperator. So. Laserschwert. Ja, hinten. Und bedenkt mal, die ganze Reihe ist voll. Also es gibt eine ganze Menge Waffen. Viele Waffen. Ja, ist klar. Das endet gar nicht mehr. Es ist immer, es gibt mehr Waffen. Es ist ein großer Frosch. Hier endet es. Da ist ein Fisch, Alex. Schau mal, da bist du. Okay, und jetzt müssen wir aber leider wieder zurücklaufen. Aber wir wollten das mal zeigen, ja. Kann man springen? Was machst du denn da? Ich ruf meine Freunde. Achso, du hast... Achso, ja, okay. Alle Freunde hat da... Eis. Was macht die Waffe nochmal? Also die macht Spell Damage. Ich bin aber kein Spell Damage Mann. Ich bin nämlich ein richtiger krasser Kämpfer. So, und hier gibt es noch die Arche. Hier gibt es die Pets. Da kann man die kennen, Viecher, ja. Hier gibt es alle möglichen Pets. Ich glaube nur, Alex gehört das nicht. Das ist deiner. Mann? Nur du müsstest Pets haben. Genau, und hier kannst du unterschiedliche Pets mitnehmen. Hier einen habe ich auch noch. Guck mal. Ich will aber die Fledermaus. Okay, ich habe natürlich die Fledermaus. Ja, das stimmt. Und hier gibt oh, guck mal, das ist... Dass sie mir folgt? Das gar nicht, folgt weil das nicht deine... schlagen einmal, schlag mal. Achso, doch. Das folgt dir aber nicht. Warum folgt mir das? Ich habe doch bestimmt noch keins gefunden. Das ist aber, weil ich jetzt dabei bin, das ist mein Anfangsding. Hast du auch Battleblock 4? Ja, du hast das Spiel wahrscheinlich. Ja, deswegen kannst du den auch spielen. Ah ja. Das ist das Pad von ihm. Okay. Alex, keiner mag Alex. Keine gar nichts mag Alex. Höhe einmal, werf ich weg. Scheiße, ich glaube, ich habe. Wartet kurz, Leute. Ich bin gegen den Mülleimer gelaufen. Achso, das warst du. Ich dachte, das war Alex. Komm doch mal bitte mit. Wir müssen mit. Achso, wir müssen mit. Ja. Sonst bewegt sich der Bogen. Ich lass dich da nicht hin. Ist nicht schlimm, ich hab sie schon. Ne? So, und ist der Ausgang. Ja. Schmalex will uns da hin. Schmalex will lieber. So, und jetzt hier links raus. So, okay, nur das war. Lass uns kämpfen. Weiter geht's. Der Alex ist nämlich. Alex, komm, Alex! Angriff! Und dann! Hetty, Hettington kommt! Wenn ihr Y im Nahkampf drückt, dann packt ihr den Gegner. Ja. Ich schlag da. Ich schlag da auch. Ja, nee, im Nahkampf, also ihr müsst sozusagen in dem drinnen stehen. Nee, mein Geld. Er hat die. Der verprügelt die einen. Alter, dann weg. Der Schild ist full of strength. Kriege ich nochmal andere Spells auf oder so? Statt einer Nahkampf gehabt, du kannst bei jedem Level up wirst du skillen. Ich habe ihn eingefroren. Okay, weil ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich wie das mit den Spells war. Nee, jeder Charakter hat halt einen, deswegen kannst du auch noch andere spielen. Achso, also ich habe nur den, der ist so langweilig. Aber ich glaube, je mehr Magie-Power du hast, dann ändert der sich. Ich glaube, der wird stärker. Ah ja, okay, ja. Das, genau, irgendwo hat es gekommen. Wie ging nochmal der Infinity? XXX und dann Y und dann überwechseln. Das hält man den dann unendlich in der Luft? Achso, in der Luft halten? Ja, du kannst dann unendlich lange in der Luft halten. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Okay. Hast du zwei Geld? Zwei Geld. Da musste man. Eine Kombo weiß ich auf jeden Fall: XXY springen XXY. Das ist ja wie in Tekken. Auch ich alles nicht. Verstopft wieso? Ja, das schon, aber wenn ich dich gleich vermöbel.
nichts machst. Ich nehme mir das Geld auch nicht mit. Oh. Da, Alex, wie in der... Oh, ich bin mal so. Ich hab, ah, du hast ein neues Combo. Doppelsprung, oder? Ja, genau, du hast einen Sprungangriff. Weil ich der krasseste Kämpfer von euch bin. Weil du ein Lappen bist. Nein, der krasseste Kämpfer. Okay. Schau, ich hab meinen kleinen Ram. Oh, der will ihm schon wie traurig. Los, helft ihm. Er schafft es nicht. Was macht der? Achtung, da klaut einer eine Flagge. Wie Nordkorea. Für den König. Oh, Level up, Schmaler. Level up. Level up. Level up. Was soll ich denn? Schmaler. Ich wollte meine Kombos. Und die Pets machen halt unterschiedliche Sachen. Ich glaube, die Fledermaus, die holt dir nur sich, Essen. Nee, ich glaube, die beißt sich an den fest und dann kriegst du Leben. Ich glaub, war das nicht die, die die Essen holt? Oh, der Rambock! Ausweichen! Ein Boss! Zwischenboss! Die Lannisters! Oh nein, King of the Wie machen wir die jetzt kaputt? Der musst du ihn dann seitlich treffen. Nee, stimmt. Oh, das sind die dritten Downer! Seitlich treffen, aber nicht frontal. Achtung, er kommt dann nicht. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Oben. Ah, hier. Schießt Pfeile, ihr seht, wo er hinten bombt. Ich hab keine Aua. Ihr habt doch diesen Doppelsprung nicht vergessen. Ich hab Level up. Haut auf ihn. Seitlich wieder, seitlich. Seitlich ist immer gut. Ah, ich kann nicht weiter nach rechts. Es hat mich getroffen, scheiße. Wo bin ich? Da bin ich. Nein. Oh, oh Gott. Ist das spannend. Ich hab einen im Loop. Das Finale. Bombe! Wo bin ich jetzt schon? Okay. Wir haben ihn, okay. Ich glaube, ich wurde getroffen. Wurde ich getroffen? Ne, ich bin noch hier. Da ist noch ein Boss rausgesprungen. Nee, der ist auch explodiert. Aber der hat Münzen verloren. Hau ab! Alex, der Geier. Schon 13 hab ich schon. Richtig gierig seid ihr. 18 hab ich schon. Ja, und ich hab 9. Gib mal rüber da. Wir müssen mal ein bisschen mehr machen. Aber Schlucker, ey. Arbeit im Mund für den König. Mehr stehlen, ey. Hier eben. Der Alex, genau, heute wie mit der Sniper mit der in... Da kannst du empfehlen. Wie heute mit der Sniper, gell? Der Alex. Ich weiß genau. Was ist immer diese goldene Honigwürfel da? Der kommt irgendwie von meinem Pad. Genau, ja. Was macht der? Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Achso, ja gut, okay. Gibt's ja auch Battlestats? Ich glaube, der gibt auch Gold. Denkst du, es ist so ein Goldgeber? Also ich meine, ich habe eben einen aufgesammelt und dann war oben plus Alter, hat geschlafen. Es ist geschlafen, gut. Schade, dass die späteren Levels sind so viel besser, finde ich, als die ersten. Achso, ja, es gibt doch eins zu Jump'n'Run-Level auch, oder? Ja, und auch das mit diesen Random-Encountern, wo du wirklich viel Sachen hast, denen du ausweichen musst und so. Also, ich finde, gerade den Anfang fand ich echt schwach. Aber das ist halt auch, der Anfang ist halt auch mehr Tutorial, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, du musst halt erstmal deine Kombos zusammenbekommen. Genau. Ich krieg die R-Kombo nicht mehr hin. Gleich dann. Kannst du das auch nicht? Noch. Doch, ich hab sie schon ein, zwei Mal geschafft. Wie geht die? Also, X, Y, Y, dass du den Gegner in die Luft haust. Ja. Und dann springst du hinterher, X, 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 Y und dann schießen. Bo. Ah ja, rein! Rein in die Pornison! Alter, was das Tor hier aushält. Ja, nee, gut, wir schauen auch mit Schwertern dagegen. Haben wir gegen so einen Tor mit dem Schwert? Ich hab kein Schwert. Dann halt mit deinem. Meine Waffe ist gut dafür geeignet, Tore einzuschlagen. Geht jetzt mir ein bisschen leid. Ja. Ich zerreiß ihn in der Luft. Aber da war schon wieder Cash. Ich das ganze Geld wie in Geier. Wir werden reingesogen. Die haben uns erwartet. Ja, Alter, ganz viel Gegner. Guck mal, man sieht von der einen wieder nicht das Gesicht. Achso, lol. Das ist mir nie aufgefallen. Man sieht von dem nie das Gesicht. Oh, jetzt umgefallen. Wer kommt denn da? Was ein Noob? Der Tautau. Nach der Aufnahme. Grüß euch, Leute. Sollte hier. Der haut gleich mit dem Schild nach vorne. Oh, shit, ich hab's. Ja, das hab ich gemerkt. Und die Leute freuen sich. Der lacht sich. Ja, ich steck im Boden fest. Hilf mir. Oh Gott. Achtung. Das ist mal ein super Schild. Oh Gott. Aua, nee, bin ich. Er hat mir ein Bitch-Slap gegeben. Oh shit. Oh, da freuen die Fans manchmal, wenn die so im Bild stehen. Richtig. Da bin ich.
Gunnar wurde in den Boden versenkt. Magic! Level 3, weil du Jones auch echt ein krasser Leveler ist, ja? Ich weiß nicht, wo ich bin, das ist viel lustiger gerade. Ja, das ist das Problem so ein bisschen. Gottes Willen, um Gott. Ich stecke im Boden fest, Hilfe. Von unten ab hauen ist immer besser, also wenn du vor ihm stehst, so weißt du? Ja, genau. Dass du. Okay. Untere, die Prinzessinnen werden die Bitch. Die schönen. Oh nein! Er hat hier was Falsches getroffen. So. Die Banditen. Achtung! Oh. Die Bitches. Die Mädels, die Kleinen. Die Prinzessinnen. Die Töchter des Königs. Ja. Oh. Jetzt kommt der High-Kick des Todes. Ich verliere mich voll schnell aus den Augen hier, ne? Ja, für jeden eine. Du kannst gerne die mit den rosa Haaren, mit den lila Haaren. Angriff! Auf den Boss. Vielleicht ist das die schönste, weiß ich gar nicht. Ja, ja. Das ist bestimmt. Wir haben ihn! Einfach umgefallen. Ja, aua! Nein! Warum wurde ich gestompt? Ah, nee, doch nicht. Ich bin doch da. So, jetzt geht's. Luden! Ja, jetzt kommt die Disco! Level. Oh, das ist wieder so ein Kampf. Jetzt. Ich loote rechts. Ich brauche einen, der das Geld einsammelt, ein Monster. Ich hab ihn gerettet. Und jetzt geht's ein Kampf. Jetzt kann nur einer die Prinzessin haben. Ich krieg das. Es kann nur einen Kampf. Es kann nur ein Prinzessinnen. Komm her, du Bitch. Hä? Sacke. Hey, das ist meine, ich bin schon bei ihr, hallo! Lauf auf Kapuze, nein, nicht auf mich! Oh, ich darf den Dothraki! Aua, mein Kopf ist ab! Jetzt esse ich dein Herz! Mein Kopf ist ab! Oh, da packt er ihn! Du König! Moment! Ha, hier, Schild! Dothraki, Senor! Fuck! Okay. Damit rechtest du nicht. Ja. Und jetzt! Nein, ist doch nicht mein! Die Perle, meine Perle! Ah, gibt's einen auf den Kopf, ey! Nee. Der Pfeilregen des Hades, so nennt man ihn. Jetzt rape ich dich! Achso, bin schon fertig. Gut. Hab sie. Okay, hallo. Hallo Pippele. Yes, danke dir. Holy shit, was heißt das jetzt hier alles? So, ja. Was macht sie heute Abend, ne? Oben sind die Getöteten oder was? Ja, dann. Ja. Ah, das war gut. Das macht so Spaß, das ist so lustig. Neue Charakter. Na, du kriegst halt dauerhaft neue Chars eigentlich, die du freischaltest. Und jetzt kannst du skillen. Du skillst aber jeder muss nacheinander, oder wie? Achso, ach, stimmt, ja. Ihr seht mich, genau. Warte. Ja, dann mach ich das da an und dann. Ich mach den Bogenschützen. Okay. Alter, was? Voll auf Stärke. Ich geh auf Stärke. Also, Kundran ist all auf Stärke. Warte mal. Bisschen Agilität. Weil ich hab mehr Experience gekriegt. Ich weiß auch nicht, was warum. Was ist das hier? Das ist Magie. Ich hab vielleicht mehr getroffen oder was. Ah ja, komm hier. Mach ich den Magier. Das ist der Magier. Wobei, ne, wie man so halb Magier und ich bin der Kampfmagier. Der Kundran ist für mich in so einer Fantasiewelt, wäre der Kundran ein Magier, ja? Oh. So, und. Achso, ich muss die Map auswählen. Ich war nur in dem Ding. Achso, okay. Ja, das ist halt. Das ist Castle Crashers. Und. Vielleicht habt ihr ja Bock auf mehr. Ich würde sagen, einen Part nehmen wir nochmal auf. Und unbedingt. Dann schaut ihr mal, ob ihr weitermacht. Also, ob ihr mehr sehen wollt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn wir halt mehr, ich sag mal, Random Games auch mal testen sollen. Wir haben jetzt mal wieder was anderes gespielt. Schaut bei Kunan, Alex und Kapuze vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss.